Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Icon 4, Runde 1, Episode 7, Hauptsache Skandal. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, lasst uns direkt starten. Wir fangen an, let's go. Massari, Ranz, Ukro, Latze, Danton, Icon 4. Wer ist das so viel? Hauptsache Skandal, der liebt sowas, Also, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, denn genau ab jetzt habt ihr einen einzigen Versuch, euren Song fehlerfrei im One-Take durchzuperformen. Solltet ihr verkacken, ertönt ein Geräusch und die Booth färbt sich rot. Wenn das passiert, ist eure Performance beendet. Ihr werdet trotzdem bewertet und bekommt Punkte, wie alle anderen Künstler auch, und habt trotzdem die Möglichkeit, in die nächste Runde weiterzukommen, aber eure Chancen sind drastisch reduziert. Damit gesagt, wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg. Seid ihr ready, Jungs? Massari. Ihr wisst Bescheid. Yo. Okay, deeper Beat. Das heißt, uns wird wahrscheinlich ein Real Talk erwarten, ne? Es tut mir leid, Mama, für all dein Trauer. Es tut mir leid, Baba, aufmach ich dich sauer. Doch ich werd Mann langsam, ich werde erwachsen. Ich bin in Trance, bin in meinen Traum gefangen. Mein Bruder schaut mich an und sagt, lass uns einbauen. In meinen Gedanken bin gefangen in meinen Traum. Gefangen in einem Labyrinth, der Bündel macht dich blind. Doch damals war ich noch irgendwie sowas wie ein Kind. Ich geh raus. Oh! In meinem Block siehst du nichts außer Schatten. Siehst du's auch? Ich habe Hunger, ich hab Platz in meinem Magen. Tief sitzt die Kappe, weit Zivis beschatten. Im Block siehst du Hoodies, die Kikis abpacken. Ey, das Spiel ist aus. Sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denke nach über mein Leben und merk, fuck, ich bin gefickt. Meine Mutter schaut mich an, werd nie vergessen ihren Blick. Denke nach über die Zukunft, kann ich leben in der Gegenwart. Doch dieser Scheiß passiert jeden Tag. Langsam krieg ich das Gefühl, bin am Hasseln jeden Tag, damit ich leben kann und jeden, den ich liebe, noch ein Leben spar. Es wird alles wieder, wie es war. Bin ein Hustler, weil ich gar nichts zu verlieren hab. Weil ich gar nichts zu verlieren hab. Damals doch nur ein Dealer war. Heute schreib ich die Lieder und ich nimm's in Kauf. Keiner gab mir ne Warnung, was geht von Nike die Tarnung. Ich lass dich fallen, weil ich dich nicht brauch. Jetzt geh ich meinen Weg, sag mir, siehst du's auch. Am Block häng und mecken, sehe Kopf, sich lauf. Kein Bock mehr auf den Scheiß, doch es hört nicht auf. Ja, ey, ich hab gar keine Lust auf Pause zu drücken. So, ich will einfach ihm gerade nur zuhören. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Die Stelle, wo er vom Rap in den Gesang übergegangen ist, ne, die war ganz unerwartet. Am Block okay. Häng und mecken, sehe Kopf, sich lauf. Kein Bock mehr auf den Scheiß, doch es hört nicht auf. Ja, es frisst mich auf, wie viel Gift ich rauch. Nein, ich weiß nicht, wie ich aufhören soll. Maskiert in den Laden, macht die Tasche voll. Die Wumme ist geladen, ich hab's nie gewollt. Ich hab's nie gewollt, Mama. Viel zu viel Drama. Ich hab's nie gewollt, Mama. Drama. Er zieht die Töne so schön lang und hat so eine cleane Stimme. Okay. Doch ich hör damit auf, weil ich geh, ich geh, ich geh raus. In meinem Block siehst du nichts außer Schatten, siehst du's auch. Boah. Ich habe Hunger, ich hab Platz in meinem Magen. Tief sitzt die Kappe, weil Zivis beschatten. Junge, ich sag euch ganz, ganz ehrlich, diese Hook, die er da gebaut hat, ne, die catcht einen gut, die packt einen gut. Aus. In meinem Block siehst du nichts außer Schatten. Nochmal. Weil ich geh, ich geh, ich geh. Ich geh raus. In meinem Block siehst du nichts außer Schatten. Siehst du's auch? Ich habe Hunger, ich hab Platz in meinem Magen. Tief sitzt die Kappe, weil Zivis beschatten. Im Block siehst du Hoodies, die Kickis abpacken. Ey, das Spiel ist aus. Sag mir nicht, dass du mich brauchst. Ja, ja, ja. Ihr wisst Bescheid, Massari. Stark, ganz starker Junge. Ganz starker Junge, ganz starke Performance gewesen. Guck mal, ich hatte bei einigen Künstlern, bei Icon 4 habe ich gesagt, ey, die Hook war zu viel, einmal war zu viel, weniger ist manchmal mehr. Ihr habt übertrieben in die Länge gezogen. Bei ihm hätte ich jetzt gerade sogar nochmal Bock, die Hook zu hören. Also klar, ne, war vielleicht, ich hätte gerne nochmal die Hook, aber so ist es sogar noch besser, weil so will man direkt wieder was von ihm hören. Man hat jetzt so Hunger auf ihn, versteht ihr, wie ich das meine? Stimme, top, sehr, sehr clean. Parts haben auch gepasst, auch schöne Stellen, wo er gut durchgeflowt hat. Ich konnte ihm sehr gut zuhören, Storytelling hat mir gefallen, ne? Lines über die Familie. Ey, ganz starke Performance, krass.
Ja, Jungs, ihr wisst Bescheid. Massari, starke Emotionen auf jeden Fall, ganz krasse Emotionen. Bro, also ich sag mal so, sein Rap-Part hat mich auf jeden Fall gepackt, ne? Und seine Texte, die sind jetzt nicht so 0815, nicht so Flex-Dinger oder so. Es geht nicht um Frauen oder sonstiges. Ja, Bruder, das war jetzt auch ein deeper Song, ne? Er kann ja auch Texte um Frauen und keine Ahnung. Er kann ja auch bestimmt aggressive Schiene machen. Das war jetzt was Deepes. Die Texte waren auf jeden Fall geil. Der Gesangpart hat mich am meisten gepackt. Das habe ich gesehen. Ich habe es gesehen. Hast du gesehen? Vor allem ist es, das Gute daran ist, wenn ein Künstler beides kann. Wenn er seine eigenen Hooks singen kann. So, das ist ja auch wieder so ein richtiger Pluspunkt. Boah, ich habe wieder Bock, seinen Part zu hören. Ob es noch stärker geht, weiß ich nicht. So vielleicht mit dem Gesang noch so ein bisschen mehr. Weißt du, ja, wo ich denke, auch, so Gänsehautmoment. Ich dachte mir auch beim Gesangpart, geh jetzt noch ein bisschen. Da war so eine Stelle. Ein kleines bisschen, weißt du? Die Stelle mit dem Gesang fand ich auch wirklich am besten. Also besser auch als den Rap-Part. Aber ich fand auch, seine Texte waren stabil. Aber das Mama, Papa hat man auch schon öfter gehört. Also da könnte man vielleicht auch gucken, dass man was Neues ausprobiert. Ja, auch mit dem Überfall und sowas. Ja, ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, die geben dem Jungen seine stabile Punktzahl. Letzte Folge bei Nikita, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also habe ich deren Kritik nicht so gefühlt. Mal gucken, meine Punkte gibt es ja dann auch am Ende. Aber der Bruder war super. Wie heißt er? Ranz. Oh mein Gott, Bad Boski! Drill, gib ihm. Ja. Yeah. Skrr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 r
Aber das kam ein bisschen zu spät. Ja. Von den ganzen Tracks ist das, was mir im einzigen Kopf geblieben ist. Ich sag mal so, im Großen und Ganzen hat der aber schon Hunger gehabt in der Stimme. Ich fand den interessant. Von der Lyric her. Langweilig oder so. Von der Lyric her so ein bisschen. Ja, doch, da hast du schon recht. Also, es war die ganze Zeit. Ich sag mal so, du warst kurz davor zu buzzern. Ich war kurz davor zu buzzern, sag ich ehrlich. Ich hab das ganze gestreichelt und hab gedacht, okay. Skandal, wieder Skandal. Skandal. Aber dann kam wieder dieses ja. C, weißt du, und das hat dich wieder gerettet, sag ich mal. Ukro. Okay? Ey, 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 ey. Boah, der Beat kommt gut. Ey, ey, ey. 3, 2, represent. Ey. Yo, ich trage die Unmenge Tasche von Lacoste. Sie kommt aus 90s wie Drogen von Narcos. Meine Jungs kommen aus Süden und Nahost. Box auf dich ein und du bist aber sprachlos. Was los? Wo sind deine Jungs? G's oder auch Vatos? Bin mit den Jungs gerade unterwegs, aggressiv. Ja, du weißt, wir sprinten wieder vom Tatort. Setz ein Sprint, denn du weißt, ich bin immer versteckt und ich hab keinen Plan. Bull im Back und ich zeig Respekt, denn mein Brat, denn er war für mich immer nur da. Ich mach Big Moves, deine Texte sind schlecht, ruf mich an, wenn du Hits suchst. Ich hab Connection, NRW, egal was du brauchst, du weißt, was genau und Hut kriegst du. Ich rap in Trap, zu fresh, was ich mache, ist echt, und du bist aber bist immer am Reden. Zieh mein Neck zu dann, denn Leute, ist sick gelaufen und ich geb dir Schläge. Aber, ach, Bruder. Nein! Ah, schade! Ey, du bist voll heiß geworden, Bruder. Schade! Nein, Bruder! Schade, Alter! Bruder, der hat sogar noch stehen gemacht. Lass den doch noch mal, Bruder! Lass den doch noch mal! Das war für mich wirklich so, das war jetzt nicht so, war wirklich geschockt. Weil ich war, das war mir so unangenehm in dem Moment einfach, dass das irgendwie jetzt gerade so rüberkommt, als hätte ich den jetzt irgendwie, keine Ahnung, ausgelacht, aber ist nicht. Mm. Ich war in dem Moment einfach nur so, oh nein, es ist passiert, weil er war so gut, ja, war auf den Beat drauf und dann kam dieser Moment, dass ich gesagt, nein, warum jetzt gerade und warum sitze ich gerade hier? Oh. Warum nicht Kalien? Oh, das war wirklich. Bro, shit, das war so schade. Das hat mir, ja, das war wirklich schade. Weil gerade habe ich mich so, gerade kam so das Ding so, boah, jetzt bin ich drin, ja, ich nick so langsam richtig mit und dann kam. Der hätte gut auseinandergenommen, der hätte gut auseinandergenommen. Selber nicht erwartet. Scheiße. War für mich so schwer in diesem Moment einfach. Ihm wurde zu heiß, Bruder, du gehst auch mit gefühlt Winterjacke da rein. Nimm nur ein T-Shirt, fertig. Auch auf diesen Knopf zu drücken, meine Hände. Studios sind immer warm. Ne? Die waren so, als hätte ich keine Ahnung, Zucker. Ich sag dir ehrlich, der wäre so interessant für die Episode. Safe, also sein Flow war nice, Digga. Beat-Auswahl war richtig geil. Ich fand, der ist richtig gut auf den Beat gekommen. Ich glaube auch, dass er ein starker Künstler ist. Safe, ich glaube auch. Oh. Oh. Latze! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ewa, gibt euch. Lasse, 5-3. Lasse. Icon 4, check. Bruder, scheiß drauf, der Kopf ist seit Jahren gefickt. Es sieht leicht aus, doch nein, Mann, das war es nicht. Ey, keine klare Sicht. Ja, mein Kopf ist Schrott, weil ich Hase kiff. Ey, bitte frag mich nicht. Ich bin high, bin allein, nur die Schafe mit. Ey, doch ich lad sie nicht. Lieber Gott, schenk mir Kraft, ich werd wahnsinnig. Ey, Bruder, alles kommt zu seiner Zeit. Doch wer weiß, ja, vielleicht steht der Tod schon bereit, ja. Leben in einem teuflischen Kreis zwischen käuflichem Weiß und einem höllischen Preis, ja. Teuflischem Kreis, käuflichem Weiß. Viel zu oft sag ich nein. Bruder, Gott soll verzeihen. Nimm das Wort, mach es klein. Dreh es holländisch ein, ja, jedes Mal werd ich wach in der Nacht, du rufst an, doch ich gehe nicht ran, na, 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 na. Bruder, Parfebe ab, zieh am Jeep, weil sonst staut sich der Hass, na, 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 na. Ja, mein Kopf ist krank, dreh ein Blatt und betäub mein Verstand, na, 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 na. Und dann ruf ich dich an, na, 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 na. Bruder, diese Wege, die wir gehen, sind hart. Manche geben auf diesem Wege die Seele ab. Aber ich lebe grad und schmiede Pläne, brat. Nonstop am Machen, ich hole weiter die Knete ran. Denn mein Kaffer sagt mir immer wieder para para. Bruder, langsam werd ich von der Scheiße balla balla. Sie reden alle, brada, abba walla. Ah, Bruder, warum? Warum macht man para para auf balla balla? Keiner ballert, zählen alle para. Doch wer gibt was, Mama? Von denen, die wechseln. Para, Balla, Mama. Hab ich bis heute noch keinen vermisst. Probleme, die wechseln, sind der Grund, warum's noch weitere gibt. Ja, Bruder, komm, ich nimm dich auf ne Reise mit. Am Ende des Tages zählt, ob du Geld hast oder pleite bist. Ja, viel zu oft sagt ich nein. Ja, Bruder, Gott soll verzeihen. Ja, nimm das Wort, mach es klein.
Dreh es holländisch ein, ja, jedes Mal werd ich wach in der Nacht, du rufst an, doch ich gehe nicht ran, na, 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 na. Bruder, Puff, Hebel ab, zieh am Jeep, weil sonst staut sich der Hass, na, 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 na. Kopf fest, krank, dreh ein Blunt und betäubt mein Verstand, na, 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 na. Und dann ruf ich dich an. Wey, gebt euch Büßmann. Ich fand bei dem Bruder Lasse, sag ich mal so, ja, Lyrics waren, könnten viel besser sein. Lyrics müssen besser sein, Reime müssen besser sein. Stimme gefällt mir, vor allem diese höhere gesangsmelodische Stimme in der Hook, die hat mir gefallen, aber dieses na 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 die ganze Zeit, das hat finde ich so die Hook wieder so runtergezogen. Ja. Gucken. Ich muss sagen, stabile Leistung auf jeden Fall. Nice Stimme, muss ich sagen. Bleibt auch im Kopf. Ich fand vor allem, wo er so ein bisschen das länger gezogen hat, fand ich sehr, sehr nice. Dieses na, na, na mit der schönen Stimme, das kommt sehr, sehr nice. Aber ich krass, bin ganz anderer Meinung. Dieses na, 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 finde ich, hat für mich diese Hook so. Ich fand, der Rap-Part quasi, der hat irgendwie vom Gefühl her zu spät angefangen, weißt du? Er hat am Anfang zu sehr dieses Melodische gemacht und das hat er dann zu weit nach hinten verlagert. Ja. Richtig, ich saß ja auch hier und hab mir dann irgendwann gedacht, so endlich, hab sie auch reingerufen, weil dieser Rap-Part kam ein bisschen zu spät. Ja. Aber ich sag mal so, am meisten punktet er wegen seinem Gesang. Auf jeden Fall. Bei mir war das auch so, sein Gesang ist ziemlich interessant. Am Anfang habe ich gedacht so, oh, wenn es so weitergeht, wird es langsam boring, wenn da jetzt nichts kommt. Ja, und der Rap-Part kam zu spät. Was mich natürlich am Ende geflasht hat, der hat nochmal so richtig seine Stimme verändert und gesagt, nochmal richtig durchgezogen, hochgegangen. Das fand ich ziemlich interessant. Wie gesagt, vielleicht verpackt er demnächst mal die Sachen etwas früher noch und dann ansonsten eigentlich ganz gut. Und Danton. Ey. Okay. Steel and Tune on the mic. I can fall. Komm. Unterdrücke meine Fehler. Endlich geht's los, Alter. Ich kann nicht. Unterdrücke meine Feelings, keine Zeit für Love, keine Zeit für Love, wenn ich Business Meetings. Und sie fickt mein Cup, und sie fickt mein Cup, aber immer schickt sie Greetings. Sie schickt mir jedes Mal Greetings. Komm. Unterdrücke meine Feelings, keine Zeit für Love, keine Zeit für Love, ständig Business Meetings. Und sie fickt mein Cup. Und sie fickt mein Kopf, aber immer schickt sie Greetings. Boah, diese Stelle mit der Stimme hatte. Mein Kopf, keine Zeit für Love, ständig Business Meetings. Und sie fickt mein Kopf. Und sie fickt mein Kopf, immer schickt sie Greetings. Jedes Mal schickt sie Greetings. Du bist der Teufel, Bitch, warum jagst du mich wieder? Der Teufel kriegt mich nicht, Bruder, denn ich bin Krieger. Geiler Einstieg. Ich habe auch gehofft, wenn er so hoch geht, ne, und dann in den Part-Einstieg schön tief kommt und schön ein bisschen schneller rappt. Halt dich von mir fern, komm nicht mehr in meine Nähe. Fick dein Verhalten, Bitch, dafür solltest du dich schämen. Jeden Text, den du mir schreibst, jede Träne, die du weinst. Alles, was du heute machst, gib mir an meinem Marsch vorbei. Ay, ay. An meinem Marsch vorbei. Warum zieht man sowas lang? An meinem Marsch vorbei. Heute fühle ich mich frei. Das mit uns ist jetzt vorbei. Ja, ich lasse dich allein. Unterdrücke meine Feelings. Keine Zeit für Love. Keine Zeit für Love. Ständig Business Meetings. Und sie fickt mein Kopf. Und sie fickt mein Kopf. Aber immer schickt sie Greetings. Sie schickt mir jedes Mal Greetings. Unterdrücke meine Feelings. Keine Zeit für Love. Keine Zeit für Love. Business Meetings. Und sie fickt mein Cup. Und sie fickt mein Cup. Aber immer schickt sie Greetings. Jedes Mal schickt sie Greetings.
komm nicht mehr klar, weil die Bitch meinen Kopf fickt. Sie sagt, sie war nasty, ich sag, sie war toxic. Das mit uns ist so, weil ich sag, Baby, es bockt nicht. Ein falsches Wort, Girl, und Baby, ich block dich. Ihre Mut change wie in Deutschland das Wetter. Mal ist sie toxic, aber manchmal auch netter. Jedes Mal will sie mich bloß nur verarschen. Heute ist es over und jetzt lass ich sie warten. Und jetzt lass ich sie warten. Ey, ey, ey. No, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Okay. Also ich fand bei dem Bruder die Hook, das kam zu oft. Das kam zu oft. Mir hat irgendwie der Rap-Part gefehlt. Er hat viel gesungen. Er war sehr melodisch unterwegs. Die Stimme war sehr eher im Gesang als beim Rap. Und dieser Rap-Part hat mir gefehlt. Er kam kurz in den Part-Einstieg rein, ja. Dann kamen ein, zwei Rap-Lines, aber dann ging er schnell wieder hoch mit der Stimme und ging wieder Richtung Melodie. So, das Rappen hat mir hier ein bisschen gefehlt. Stimme ist sehr schön. Lines und Reime müssten noch besser sein, könnten viel, 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 viel besser sein. Ne? Das war mir eigentlich sehr viel Melodie, aber es war natürlich gut. So ist nicht, ja. Aber weniger ist manchmal mehr, bisschen weniger Gesang, dafür mehr Rap. Dann wäre so. Ich müsste ihn jetzt zum Beispiel, wenn ich so Punkte geben würde, nur anhand so Stimme bewerten. So, ich kann gar nichts zu Flow oder so sagen. So anhand Flow und alles. Es war sehr, sehr viel Gesang. Was ich auf jeden Fall sagen kann, der hat auf jeden Fall was Interessantes. Da waren ein paar Stellen im Track, wo ich sagen konnte, da konntest du rausziehen, wo eigentlich seine Stärken sind. Aber da waren auch ein paar Stellen, wo ich dann merkte, oh, da musst du dran arbeiten. Vor allem in den Gesangsstellen bei diesen Wellenformen. Richtig. Auch vom Timing her. Da ist er manchmal ein bisschen schief gewesen und so. Die Bridge, die da war mit diesem Gehst mir am Arsch vorbei, ist dann immer so Geschmackssache von der Linie her. Aber an sich... Ne, das meinte ich auch. Der hat auf jeden Fall Potenzial, aber da ist auch irgendwo noch kleine Baustellen, wo der arbeiten muss. Ja, safe. Am Anfang, wo der mit diesem Breathe hochgegangen ist. Ich dachte mir so, boah, ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ich dachte mir, boah, das ist der Künstler, den wir suchen. Ja. Und dann, weißt du, dann kam die Wellen richtig, hat sich ein bisschen gezogen. Ja. Ich denke mal, an dem kann man noch viel schleifen. Man kann schleifen. Und dann kann er auch auf jeden Fall gut werden. Wie du sagst, am Anfang hatte ich auch wirklich erstmal diesen Schockmoment. Dachte ich erstmal, boah, geil, Alter. Ja, safe. Aber mit der Zeit hatte ich wirklich das Gefühl, es wird sehr, sehr eintönig. Da muss man vielleicht drauf achten, dass man vielleicht mehr Highlights... Wurde ein bisschen auch in die Länge gezogen, ja. Vielleicht mehr Höhen, mehr Tiefen einbaut in dem Song. Vielleicht auch ein bisschen an der Lyrik arbeiten noch hinzu. Ja, nicht mehr Höhen, Tiefen. Zukunft. Und wie ihr wirklich sagt, bei dem ist Potenzial, aber an dem muss man wirklich auch noch arbeiten. Auswertung. Also ich sag mal so, mir ist... Ich fange an. Masadi, der Bruder, der hat mir gut gefallen, ne? Der hat mir gut gefallen und den will ich auf jeden Fall auch weiter sehen. Deswegen gebe ich dem Bruder... ich will ihn weitersehen. Ich gebe ihm schöne 26 Punkte. Hat er verdient. Ist halt jetzt wichtig ab sofort. Ich denke jetzt nicht nur für den Moment oder für die nächste Runde. Ich denke jetzt daran, kann er unter die Finalisten kommen. Und ich sag mal so, er hat auf jeden Fall Potenzial in seiner Stimme. Mit dem muss man ab. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich 27 geben soll. 26, 27, ja. Der muss auf jeden Fall weiter. Das auf jeden noch ein bisschen dazu. Arbeiten. Aus dem Grund würde ich den so 24 Punkte geben. Ich denke mal, das ist ganz fair, weil der kann auf jeden Fall noch was aus seiner Stimme machen. Ja, ich schließe mich auch mit 24 Punkte an. Also ich hätte noch erwartet, wirklich dieses, in der vielleicht nochmal dieses Hochgehen der Stimme. Digga, ich muss direkt mit dem Kopf nicken, wenn ich den schon höre. Ich höre den der Jury gar nicht mehr zu. Sonst, ich fand das, wie der es verpackt hat, gut. Storytelling, da waren ein paar Lines, die hat man schon wirklich oft gehört. Aber an sich, wie der das gebracht hat, war cool. Ja. Ich gebe dem Blee auf jeden Fall auch 23 Punkte. Also, was man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser... Boah, 23 Punkte. Und dann denke ich mir manchmal so, ey, da gab es Künstler, die haben dann auch so 23 bekommen. Egal. Machen könnte, ist vielleicht ein bisschen mehr Variation reinbringen, vielleicht ein bisschen mit der Gesangsstimme mehr arbeiten, weil das war schon wirklich so... Ich muss kurz eine Sache zur Jury sagen. Und zwar, die Jungs kamen ja rein, weil ja die Jury... sehr, sehr krass irgendwie gut bewertet hat, ne? Und dann kamen ja die Jungs rein. Ich finde, die sind an einigen Stellen natürlich, ne? Hier machen die gut, aber an einigen Stellen sind die zu, erwarten die zu viel. An einigen Stellen erwarten die echt zu viel. Vielleicht sind die so mit dem Kopf reingegangen, okay, wir dürfen nicht so gut bewerten. Das war ja so der Kritikpunkt. Oder so schlecht bewerten. Highlight. Das ist ein Highlight, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall. Also da würde ich mich wirklich den Fokus drauf legen. Ja. Ich bin am Schwanken zwischen 20 oder 22 Punkten. Ich sag dir ehrlich, ich gebe dem 21 Punkte, was man vielleicht in nächster... Erstmal hätte er jetzt 22 gegeben, sozusagen Masadi ein Punkt,
hat mehr bekommen. So, ja, weiß ich nicht, weißt du? Ist halt meine Meinung. Ist halt, ne, verschiedene Meinungen kann man ja gerne haben. Er gibt ihm 21 Punkte. Ich gebe dem Bruder. Wie viel habe ich Massari gegeben? 26, 27. Dem Bruder würde ich 22 Punkte geben. Zeit besser machen könnte, bei dem nächsten Track vielleicht an den Lyrics arbeiten, vielleicht versuchen, ein paar Highlights einzubauen, ja, die auch im Kopf bleiben nach dem Song, bei dem Zuhörer, weißt du? Zum Beispiel dieses Ziel im Ganz genau. verpacken zum Beispiel. Ja, aber das kam zu spät. Leider, ne? Das ist das, obwohl das irgendwo genau. das Highlight ja. war, finde ich. Ne? Ja, hätten die auch wieder vorher packen müssen. Also von mir gibt es 20, was eigentlich noch gut angesetzt, finde ich, dafür, dass ich eigentlich am Schwanken war zum Basar. Ich gebe den 19 Punkte. Also das, was er gemacht hat, war wirklich bis der Stelle, wo der... Ah, der wird auch bewertet. Der das gemacht hat, gar kriegt er jetzt so auch schlecht. Punkte? Ja, mhm. das stimmt. Deswegen würde ich den so gute 22 Punkte geben. Ah, okay, ich dachte, der wird nicht mehr bewertet. Ah, okay, hab ich vercheckt. Okay, ja, ich kann, leider kann ich dem jetzt keine so richtig gute Punktzahl geben. Er hat richtig gut gestartet, aber das wäre auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen auch, ne? Er hat gut gestartet, aber trotzdem weiß ich nicht, wie gut der ist. Ich gebe dem Bruder 21 Punkte. Weil ich hätte natürlich gehofft, es wäre weitergegangen, aber ja. Der hätte, glaube ich, sogar noch mehr verdient. Guck mal, ich sag mal so, ich finde den Bré sehr, sehr interessant, aber er hat seinen Text verkackt, weißt du? Und die anderen beispielsweise, die haben ihren Text nicht verkackt. Dementsprechend musst du ja. schon irgendwo auch ein bisschen strenger bewerten als bei den anderen. Das Ding ist, wenn ich dem jetzt 20 Safe. Punkte gebe, ich würde den schon gerne weitersehen. Und wenn ich dem jetzt 20 Punkte gebe, ist das dann ausreichend, dass man ihn wieder sieht? Das ist das. Deswegen gebe ich dem auch 22 Punkte, einfach um den nochmal sehen zu können, weißt du? Aber wenn er dann den Text verkackt, dann muss man natürlich konsequent sein. Ich will denen auch eine Chance geben. Ich denke, der könnte auf jeden Fall interessant werden, wenn der seinen Text diesmal nicht verkackt bei der nächsten Runde. Aus dem Grund würde ich ihm jetzt solide 20 Punkte geben, damit er es schwieriger hat als alle anderen, damit der mehr kämpft und vielleicht... Ey, ich komme auf Massari 23 Punkte nicht klar. Der ist dann einfach gleich mit den anderen hier alle. Der war doch voll... Der war... Für mich war der das Highlight dieser Folge. Ist das der Punkt, was ihn dann noch hungriger macht? Ich hoffe, die Punkte werden am Ende auch reichen, um zu gucken, dass er dann auch oben dann mit den anderen mitspielen kann. Ne? Ja, dann fang du auch mit den Punkten an. Du warst so begeistert. Boah, schwierig, ey. Bei den Punkten, muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer bei dem Bré. Ich würde ihm 24 Punkte geben. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen... Also war er sozusagen für ihn besser als Massari, okay. Ich gebe dem Bruder... Wie viel würde ich ihm geben? Ich hätte dem Bruder 21 Punkte gegeben, ja, 21 Punkte. Dann arbeiten, dass man vielleicht den Rap-Part nicht so weit nach hinten schiebt, dass man vielleicht den vorzieht quasi und vielleicht versuchen, bei den Gesangspart auch versuchen, mehr Inhalt zu verpacken quasi im Text. Ich gebe den 23 Punkte, ich sehe das genauso wie du. Der Rap fand ich nicht so unbedingt so krass stark, muss ich sagen. So, also ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr Druck vor. Ja, so. Und Gesang ist ziemlich gut, ein bisschen vorher verpacken, vielleicht auch vielleicht dieses am Ende, was er gemacht hat, dieses Hochgehen vielleicht nochmal am Anfang, also schon ein bisschen anstatt ganz am Ende, wo der Track aufhört. Und dann passt das schon. Aus diesem Grund würde ich dann auch 24 Punkte geben. Also der war gut, ne, auf jeden Fall. Wegen diesen Kleinigkeiten mit diesem Rap-Part und so dürfen wir den jetzt nicht besser bewerten als andere, auch wenn er im Großen und Ganzen gut war. Ich denke mal, der kann auf jeden Fall noch viel, viel machen und der kann auf jeden Fall interessant werden für die nächsten Runden. Fangen wir an mit den Punkten. Ich würde den gute 23. Danton, bin ich euch ehrlich, hat mir gefallen. Er hat was Besonderes. Er hat was Besonderes, wenn er diese Kritik und alles noch ein bisschen mehr zu Herzen nimmt. Und besondere, so Künstler, die besonders sind, die sollten natürlich auch weiterkommen. Bei ihm haben wir ja Kritik und so alles gesagt, will ich jetzt nicht nochmal hier Wiederholung machen. Dem Bruder gebe ich 23 Punkte. Er gibt Punkte auch 23. Mhm. An den kann man auf jeden Fall feilen. 23 ist eine gute Punktzahl. Ist eine gute Punktzahl, schließe ich mich komplett an. 23 Punkte auch von mir. Lyric arbeiten ein bisschen vielleicht auch noch, wenn er in die Höhe geht, vielleicht Lyric auf jeden Fall so mehr zu kontrollieren vielleicht. Ja. Weil das hat sich manchmal so ein bisschen so zittrig angehört an Stellen, wo es sich... Das kann man auch der Aufregung geben, ne? Aber klar muss man das auch mit einbeziehen. Nicht zittrig anhören sollte, weißt du? Ich sag mal so, der ist ein interessanter Künstler, aber ich gebe den 22 Punkte. Ich gebe den bewusst weniger, damit der mehr an sich arbeitet, damit er sich nicht ausruht. Weil ich sag mal so, mit 22 und 23 Punkten hat der ähnlich viele Punkte wie andere. Ja. Aber ich will, dass der mehr aus sich macht, damit der noch interessanter wird, weil seine Stimme ist geil. Und wie war die Punktvergabe? Alles super. Bist du zufrieden? Der ist oder so zufrieden? Hauptsache Skandal! Der liebt sowas, Bruder, du weißt du gar nicht. Du hast ja mitgehört. Hauptsache Skandal. Ey Leute, Schabin ist gerade drüben am Aufnehmen für seinen nächsten Part für Icon 4. Deswegen sitze ich hier so ein bisschen in Alex' Studio, ein bisschen im Inkognito-Modus. Guck mal rein. Oha, Schabin wieder am Start. Okay, also man sieht jetzt nicht besonders viel, aber die sind auf jeden Fall fleißig am Arbeiten. Ich wollte euch nur noch mal sagen, dass ihr für eure Lieblingskünstler auch noch voten könnt.
Omerta 075. Omerta und Nikita waren letzte Folge stabil. Beim letzten Voting hat Nikita einen Zusatzpunkt, Sasa 62 zwei Zusatzpunkte und okay. Omerta 075 vier Zusatzpunkte von euch bekommen. Und vergesst auch nicht, den Channel zu abonnieren, damit ihr in Zukunft wie kein Video mehr von aus? Uns verpasst. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin, bleibt gesund. Ist das aktuell? So welcome to- Zeig mal. Kiris auf 1, Suat auf 2, JZ, Mowgli, MNS, ey geil, ich freue mich, wen haben wir hier noch alles? Sehen Sie, krass, Massari auf 22, Bruder, den hätte ich gerne weiter vorne gehabt, deutlich weiter vorne gehabt, aber mal gucken, Leute, ist halt meine Meinung, die Geschmäcker sind unterschiedlich, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.